Die Osmo Action 3 hat nicht nur auf der Rückseite ein Touchscreen, sondern auch auf der Vorderseite. Und das ist nur eines von mehreren sehr gut durchdachten Features, welche die Osmo Action 3 zu bieten hat. Was sie sonst so kann und alles, was du über sie wissen musst, erfährst du von mir. Ich bin Ole, schön, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß. Ich habe hier die Standard-Kombo, in der sich alles befindet, was du brauchst, um sie direkt nutzen zu können. Eine Bedienungsanleitung, ein USB-C zu USB-C-Kabel, ein Akku, einen Schutzrahmen, zwei Objektiv-Schutzringe, eine Schnellverschluss-Adapterhalterung, eine Hafthalterung mit Feststellschraube und zwei DJI-Sticker. Die Verarbeitung und das Design lassen absolut keine Wünsche offen. Sie fühlt sich extrem robust an. Ringsherum besteht sie aus PVC. Der vordere und hintere Bereich schmückt sich mit etwas härterem Gummi. Die 145 Gramm verstärken dieses Gefühl, wobei sie keinesfalls zu schwer ist. Sie misst 70,5 x 44,2 x 32,8 mm und ist somit auch sehr kompakt. Das Design an sich ist sehr auf Funktionalität und Kompaktheit ausgelegt. So befinden sich in dem Action 3 Schriftzug auf der Vorderseite gleich zwei von drei Mikrofonen und ein Sensor, der für einen automatischen Weißabgleich sorgt und die Helligkeit reguliert. Auf der unteren Seite findest du die Vorrichtung für die magnetische Halterung und das ist ein super geiles Prinzip. Denn hier musst du nichts schrauben, sondern kannst einfach die Halterung per Magnet an der Actioncam befestigen und das hält bombenfest. Packst du die Kamera nun in den Schutzrahmen, der übrigens äußerst robust ist, dann eröffnet sich dir die Möglichkeit, die Halterung an der Seite zu befestigen und somit eben auch Hochkantvideos zu machen. Die Halterungstechnik hat sich im Vergleich zur Action 2 sehr verbessert. Denn nun befindet sich hier auch ein gummierter Bereich, wahrscheinlich damit die Actioncam nicht hin und her rutscht. Interessant ist auch, dass die Action 3 auch ohne den Schutzrahmen bis zu 16 Meter wasserdicht ist und sie dafür sogar einen extra Tauchmodus hat. Außerdem kann sie Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius aushalten und das ohne eine signifikante Auswirkung auf die Aufnahmezeit. Die Anschlussmöglichkeiten begrenzen sich hier auf USB-C, wo du zum Beispiel das DJI-Mic anschließen könntest. Auf der anderen Seite kannst du Micro-SD-Karten mit bis zu 256 GB einführen und den Akku tauschen. Kabellos geht es weiter mit Bluetooth 5.0 und Wi-Fi 6, worüber du die Actioncam auch per Telefon steuern kannst. Die Bedienung ist wirklich intuitiv und sehr einfach gehalten. An der linken Seite schaltest du die Action 3 ein und aus. Außerdem ist hier die Schnellwechsel-Taste, welche du individuell anpassen kannst. Den Auslöser findest du auf der Oberseite und die weitere Bedienung läuft über das Handy oder den Touchscreen. Der Touchscreen hat auf der Rückseite 2,25 Zoll mit einer Auflösung von 360 x 640 Pixeln und auf der Vorderseite 1,4 Zoll mit einer Auflösung von 320 x 320 Pixel. Besonders ist hier eben, dass man die Action 3 auch von der Vorderseite aus per Touch bedienen kann. Und dabei ist egal, welche Seite man nutzt, die jeweils andere Seite sperrt sich automatisch, wodurch du dann eben nichts versehentlich verstellen kannst. Womit ich zum nächsten Thema komme, und zwar die Software, die auf der Osmo Action 3 läuft. Abgesehen davon, dass sie auf der Kamera super flüssig und ohne Probleme läuft, kannst du die Einstellungen an dich persönlich anpassen. Hast du zum Beispiel ein bisschen Ahnung von Kameras, kannst du den Pro-Modus einschalten, wobei du viele kameratypische Eigenschaften anpassen kannst. Hast du eher weniger Ahnung und möchtest einfach und schnell Videos aufnehmen, schaltest du einfach den Pro-Modus aus. Im Pro-Modus hast du allerdings die Möglichkeit, Videos mit 10 Bit in 4K und mit bis zu 100 FPS aufzunehmen. Wenn der Pro-Modus ausgeschaltet ist, kannst du nur in 8 Bit aufnehmen, dafür allerdings mit bis zu 4K 120 FPS. Im Hauptbildschirm kannst du den Aufnahmemodus wechseln, aufgenommene Videos angucken, den Akkustand ablesen, die Aufnahmeeinstellungen ändern, den Digitalzoom anpassen und auf Kameraeinstellungen zugreifen. Wischst du einmal von oben nach unten, gelangst du in ein Untermenü. Hier kannst du unter anderem Benutzerprofile erstellen, die Sprachsteuerung aktivieren oder die Einstellungen aufrufen. Insgesamt solltest du sehr schnell mit der Bedienung und der Software klarkommen, da sie wirklich gut durchdacht ist und eben auch sehr einfach. So, das ist jetzt gerade die Osmo Action 3, einfach so wie sie ist, also im normalen Farbmodus.
und auch mit den normalen Einstellungen 4K 30 FPS mit Rocksteady Plus. Und das, was du gerade hörst, ist außerdem das Mikrofon. Nachdem ich jetzt beides etwas genauer unter die Lupe genommen habe, muss ich sagen, die Qualität von dem Mikrofon und der Actioncam ist wirklich beeindruckend. Zu der Stabilisierung. Es gibt hier drei verschiedene Modi, und zwar Rocksteady, Rocksteady Plus und Horizontal Steady. Ich werde dir jetzt gleich einmal Rocksteady Plus zeigen. Rocksteady Normal ist einfach eine abgeschwächte Variante davon, und Horizontal Steady ist im Prinzip das gleiche, nur dass du den Horizont immer auf einer Linie behältst. Dabei werde ich gleich versuchen, auch ein bisschen zu reden, damit du gleich ein kleines Gefühl dafür bekommst, wie die Kamera bzw. das Mikrofon eben auf Windgeräusche reagiert. Dafür habe ich übrigens folgende Einstellungen benutzt. 4K 100 FPS, den Farbmodus auf D-Cine-like, damit ich eben auch die 10-Bit Farbtiefe nutzen kann. Und den Shutter auf 1/200 bis 1/8000 und zu guter Letzt die ISO auf 100 bis 800. So, ich laufe jetzt hier gerade und ich versuche nicht wirklich die Kamera stabil zu halten. Also ich halte sie ganz normal in der Hand, um eben wirklich diese Stabilisierung mal aufs Ganze zu testen. Ja, was hältst du von der Bildqualität, Stabilisierung und der Mikrofonqualität? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Neben all diesen erstklassigen Features und grandiosen Videoaufnahmen hat die Action 3 beim Thema Akku auch ordentlich etwas zu bieten. Bei normaler Temperatur kommt sie bei 4K 120 FPS auf circa eine halbe Stunde und bei minus 20 Grad Celsius sogar auf eine komplette Stunde. Bei 1080p mit 60 FPS in normaler Umgebung schafft sie knapp 2 Stunden und bei minus 20 Grad Celsius in etwa genauso lange. Sollte das Akku aber doch mal leer sein, braucht es dank Schnellladefunktion gerade einmal 18 Minuten, um wieder auf 80% zu kommen. Kommen wir mal zu meinem Fazit und das Ganze hier aufgenommen mit der Action 3. Insgesamt bin ich sehr beeindruckt von der Osmo Action 3. Man merkt, dass sich DJI auch Kundenfeedback zu Herzen nimmt und eben auch so Kleinigkeiten verbessert, was diese Kamera eben wirklich zu etwas ganz Besonderem macht. Die allgemeinen Funktionen und die Qualitäten nicht nur von der Action Cam, sondern eben auch von dem Videomaterial, der Stabilisierung und dem Mikrofon lassen hier wirklich keine Wünsche offen. Von mir gibt es hier wirklich nichts auszusetzen, auch nicht am Preis, denn für gerade einmal 359 Euro bekommst du die Kamera, so wie ich sie hier habe, in der Standard-Kombo, und das ist vollkommen in Ordnung. Meine Empfehlung wäre hier trotzdem, ca. 100 Euro mehr für die Adventure-Kombo auszugeben. Dort hast du eben noch einen Verlängerungsstab und insgesamt 3 Akkus inklusive Ladecase. Und damit verabschiede ich mich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Danke fürs Zusehen und hau rein.